Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem endlich mal wieder neuen Video. Ich weiß, das letzte Video hat ein bisschen länger auf sich warten lassen. Etwas längere und geplante Krankheit hat mich rausgenommen. Es ist nicht Corona gewesen, aber unter Corona-Bedingungen im Krankenhaus. Es ist nicht ganz so schön, ganz nebenbei gesagt. Ist jetzt egal. Ich habe nämlich was Neues. Und zwar das Sennheiser MKE2. Damit erweitere ich mein Mikrofon-Fuhrpark mal wieder um ein weiteres hochwertiges Gerät aus dem Hause Sennheiser. Denn neben dem ME2 und dem ME4, das MKE2, aber worin unterscheiden sie sich, wenn nicht nur durch den Klang? Fangen wir einfach mal mit dem ME2 an, also das, was ich jetzt habe. Es ist noch die ältere Variante, es gibt sozusagen einen Facelift davon, und zwar das ME2-2. Ist moderner, für die Digitalfunkstrecken vor allem ausgelegt, aber grundsätzlich, wie gesagt, selbe Kapsel, selbes Klangbild, selbe Funktion, nur das, was ich jetzt halt habe, ist nicht mehr ganz so neu. Es ist aber relativ bewährt, wird bei vielen Funkstrecken standardmäßig mitgeliefert, wenn man es denn haben möchte. Es ist eine Kugelcharakteristik, dadurch ist es relativ egal, wie man es am Körper befestigt, über Kopf, richtig rum, zur Seite gelegt. Es fängt eigentlich immer den Klang relativ gut ein, hat ein relativ weites Klangbild mit einer Frequenz von 30 bis 20.000 Hertz, also relativ breit gefächert. Es hat einen Grenzschalldruck von 130 Dezibel und ist ein dauerpolarisiertes Kondensator-Mikrofon. Braucht dafür also eine Eingangsspannung, wie alle anderen auch, von 7,5 Volt, um zu funktionieren. Heißt, um die Frage auch mal vorwegzunehmen, an einem PC angeschlossen, funktioniert es nur bedingt, wenn es denn funktioniert. Ja, abgesehen davon ist ja die Sennheiser Klinken, haben die Sennheiser EW-Klinkenstecker ja auch noch diese Schraubrändel mit dran, was es auch gar nicht so einfach macht, das Ganze an einen normalen Klinkenanschluss, zum Beispiel an Computer oder hier Handy oder ähnlichem anzuschließen. Funktioniert aber eher so lala. Gut, ich glaube, das Klangbild habt ihr jetzt weitestgehend gehört. Ich wechsle auf das ME4. Ja, das ist jetzt das ME4, also 2x2. Man hört schon, es ist ein Unterschied da. Ist es auch, dadurch, dass es eine andere Kapsel ist, hat ja auch einen anderen Namen. Haha. Ist eine Nierencharakteristik, heißt, da muss man schon etwas mehr aufpassen, wie man das Mikrofon ausrichtet. Vorteil hierüber ist aber, es ist rückkopplungsfester und ein bisschen besser abgeschirmt gegen Störgeräusche, die von der Seite halt so rankommen, eben aufgrund dieser Nierencharakteristik. Wie gesagt, dafür muss man bei der Position ein bisschen besser drauf achten, deswegen ist das jetzt auch nach oben gerichtet. Man merkt, der Klang ist etwas blechern, will ich jetzt nicht sagen, aber es fehlt ein bisschen was unten und oben rum. Das gibt sich auch im Frequenzband wieder, denn dieses Mikrofon läuft von 50 bis 18.000 Hertz. Heißt, da fehlt unten ein bisschen und da fehlt oben ein bisschen. Oben ein bisschen ist bei mir jetzt nicht so schlimm, unten rum fehlt das bisschen. Das ist bei mir jetzt schon ein bisschen nicht mehr ganz so gut. Deswegen klingt es halt ein bisschen sehr mittenbetont vielleicht in dem Fall. Auch dieses Mikrofon ist dauerpolarisiert, und zwar ein dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon mit einem Grenzschalldruck von 120 dB. Heißt, nicht mehr ganz so unempfindlich wie das ME2. Hat dafür sicherlich auch Vorteile, vor allem was die Nierencharakteristik angeht. Das ist für einen Live-Betrieb etwas besser geeignet, genauso in dem Bereich, wenn man draußen Aufnahmen macht oder ähnliches, weil halt einfach Geräusche von der Seite oder Geräusche, die einfach nicht mit ins Video kommen sollen, besser abgeschirmt werden. Dann haben wir das jetzt auch gehört und ich wechsle zum MKE2. Achso, halt! Was ich vergessen habe zu erwähnen ist, beide Mikrofone, also bisher, also sowohl das ME2 als auch das ME4 kosten beide in der UVP des Herstellers 129 Euro. Das ist beim
MKE2 etwas anders. Das hören wir aber jetzt. Und das ist jetzt mein neues Baby, das MKE2. Es hat wieder eine Kugelcharakteristik. Und man merkt vielleicht schon, dass das Klangbild wieder etwas besser klingt. Sollte auch nicht verwundern, denn die Kapsel oder das Mikrofon an sich kostet mehr als das Doppelte der bisherigen anderen. Und zwar 379 Euro ist das der OVP. Die UVP. Heißt es eigentlich? Ja, die. Die UVP. Klingt aber irgendwie krumm, ne? Die UVP des Herstellers, also Sennheisers. Man kriegt sie auf gewissen Shops natürlich günstiger. Dafür bekommt man auch wieder ein dauerpolarisiertes Kondensatormikrofon, was aber dank einer Tandemmembran schweißresistent ist, dadurch auch spritzwassergeschützt ist. Kennt man zum Beispiel auch von der GoPro, und zwar das MKE 2 Elements, was man hinter die GoPro Hero 4 klemmen kann, was dafür extra konzipiert wurde. Ist genau dieselbe Kapsel. Auch einfach aus dem Grund, dass sie wasserresistent ist oder schweißresistent ist, wie es so schön heißt. Dadurch konnte man die auch für Actionaufnahme nutzen. Jetzt ist sie aber nicht mehr ganz so gut geschützt am Körper als Ansteckmikrofon. Ein Grenzschalldruck von 142 Dezibel, somit Sieger in unserem kleinen Test. Und hat eine Übertragungsfrequenz von 20 bis 20.000 Hertz. Und den Klang merkt man schon, ist alles bestens, wird mein neues Standardmikrofon. Ich mag es besonders, vor allem, weil ich jetzt auch endlich mal wieder was Hochwertigeres habe und mich von den anderen beiden so ein bisschen trennen kann. Ja, das war es eigentlich schon wieder. Ich wollte euch nur mal den Klangunterschied zwischen den dreien zeigen. Ich denke mal, ihr habt das jetzt alles schon vernünftig gehört gehabt. Damit danke ich euch fürs heutige Zusehen. Ich hoffe, das nächste Video kommt ein bisschen zügiger. Hier habt ihr zwei weitere Videos zum Angucken. Hier unten könnt ihr mich abonnieren. Ich danke und hoffentlich bis bald.